Herzlich willkommen bei Feuer Willi, das bin ich. Wir machen heute das Thema mobiler Rauchverschluss. Okay, los geht's. Wir stellen uns jetzt vor, da ist eine Wohnungstür, hier ist ein Treppenhaus. Wir wollen vermeiden, dass wenn es da drin brennt und qualmt, dass der Qualm, der Rauchschaden, also der Schaden eigentlich begrenzt wird. Das heißt, wir wollen den Rauch in der Wohnung lassen, okay? Dazu brauche ich jetzt den Marvin an meiner Seite. Das ist Marvin. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nein, ich habe mit sowas noch nicht gearbeitet und bin jetzt mal ganz gespannt. Wir gucken mal rein. Also das wusste ich natürlich, dass er das noch nicht kennt. Das ist auch Absicht, damit ihr seht, das ist auch nicht gestellt, wie einfach das letztendlich ist. Okay, das packen wir weg. So. Das wird ausgewickelt. So, und jetzt, ich erkläre erstmal ganz kurz. Wir haben rechts und links zwei gegenläufige Gewinde. Das heißt, ein links, ein rechts Gewinde. Wenn ich in eine Richtung drehe, passiert bei beiden Seiten das Gleiche. Ne, wenn sie hier rausgehen, dann gehen sie hier raus und da raus, wenn ich in die andere Richtung drehe. Ne? Das ist der Sinn dabei. So, und dann steht hier, wenn man so rumdreht, ist lösen. Dann zieht es sich zusammen. Ne, hier dreht sich die Schraube rein, hier geht sie auch rein. Und auf der anderen Seite spannen ist dann so. Dann drückt es sich nach außen und klemmt sich gleich in der Sage fest. Aber ich habe eine Frage. Ja. Ist das nicht jetzt, also ist das nicht aufwendig, die ganze Zeit einfach zu drehen? Ne, pass auf. Oder gibt's das? Es ist eine kleine Raffinesse, ist da schon drin. Ich würde sagen, wir setzen das jetzt hier mal in die Tür. Ich mache mal die Tür auf. Wie gesagt, ist jetzt hier Gerätehaus Südflügel. Ne, das eigentliche Gerätehaus ist hinten noch viel größer. Ne? So, okay. So, setz das mal bitte in die Tür rein, dass wir oben dicht sind. So, und ihr seht, ganz kurz, hier fehlt es schon so ein Stück. Das kann man natürlich nicht die ganze Zeit drehen. Ne? Ja, beim Setzen, zieh mal bitte hier rechts und links auseinander. Aha, hörst du? Hier. Ne? Zieh weiter, 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 noch weiter. Ist schon fast fest. Ah. Ne? Das ist der Trick dabei. Und jetzt spannen, genau, nach unten drehen. Und dann merkt man hier, das Gewinde geht hier raus, auf der anderen Seite auch. Ist geil, ne? Und kaputt kriegt das auch. Nein, das ist nicht schlimm, das ist hier aufgesprungen. Dreh nochmal bitte. Also man soll es nicht übertreiben, man soll daran keine Klimmzüge machen, das soll einfach nur drin halten. Das ist eine Sicherung, dass man... Genau, nicht so fest. Gut. Fest? Reicht. Ja. Das heißt, bis hier ist alles ist Stange und ab hier ist es beweglich. Das heißt, Schläuche können unterdurch. Ja, alles kann drunter, die Kameraden können unterdurch. Bitteschön. Ne? Und der Rauch bleibt jetzt im Raum drin und man verhindert, hier sind wir jetzt im Freien, das wäre das jetzt nicht schlimm, aber wenn das jetzt ein Treppenhaus wäre oder noch eine Wohnungstür offen oder man macht das manchmal auch vor einzelnen Räumen, dass die ganze Wohnung keinen Rauchschaden kriegt, weil dieser Schaden, der bei diesem Rauch entsteht, ist sehr teuer hinterher, ne? Das wieder instand zu setzen. Das ist eigentlich eine Kostenminimierung. Mehr ist das letztendlich nicht. Ne? Okay, magst du wieder rauskommen? Oh ja, ja, fast draufgekommen. Ohne PA, na bitte. Ja. Nein, wie gesagt, ist aber gut. Eigentlich recht einfach. Wenn man es löst, muss man jetzt erst drehen und dann kann man hier, gucken wir gleich, die erst entriegeln und zusammenschieben. Okay. Dreh erstmal bitte das Gewinde rein. Jawohl. Gut, und wenn es so locker geht, so, und jetzt ist hier dieser Bolzen, genau. Jetzt kannst du drücken, so, wenn er oben ist, nicht. Ne? So geht's nicht. So, ja. Hast du gemerkt, jetzt kannst du auch entriegeln. Also machen wir mit der Hand bitte, drücke den Riegler und zack. Top. Aber man muss es mal machen, ne? Ja. Das war da schon zum mobilen Rauchverschluss. Eigentlich simpel, manche Versicherungen, fragt mal eure Versicherung, die für euch zuständig ist im Ort oder so, ob die sowas für euch vielleicht auch sponsern können. Wir haben das selber gesponsert gekriegt, weil die Versicherung ja eigentlich auch daran interessiert ist, dass der Rauchschaden möglichst gering ist und der Versicherungsschaden nicht so groß wird. Ne? Das ist auch im Interesse der Versicherer, dass so ein mobiler Rauchverschluss von den Feuerwehren genutzt wird. Deshalb man muss es auch mal üben und einsetzen und wissen, wo es das gibt. Versicherung. Okay? Marvin, alles klar. Das war schon. Kurzer Film, kurz und knackig, aber effektives Teil. Ja. Professionelles Arbeiten sind wir ja, ne? Sind wir ja Profis drin. Ja. Professionelles Arbeiten sind wir Profis. Ja, also ist klar. Sehr wortgewandt. Alles klar. So. Bis dann, mach's gut. Übrigens, gerade an der Kamera Moritz, geiler Typ beim Film. Ne? Schönen Dank. Läuft bei ihm. Okay, bis dann. Tschüss.
de, 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 de